Meine Damen und Herren, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und heiße Sie ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar der Thomas Krenn AG mit dem Thema IoT-Sicherheit mit Open Sense. Mein Name ist Tobias Witter und ich darf Sie heute Morgen wieder als Moderator aus dem schönen Sauerland willkommen heißen. Freue mich, dass Sie ebenfalls mit dabei sind und vor allen Dingen freue ich mich jetzt schon auf Ihre Fragen, auf Ihre Statements und auch auf Ihre Fallbeispiele womöglich, die Sie gerne über unser Fragefenster an uns weiterleiten können. Denn ich glaube, der Austausch, der wird heute ganz besonders spannend. Rein theoretisch ist das Fragenfenster auch jetzt schon scharf geschaltet. Sie können gerne auch mal schreiben, von wo aus Sie gerade mit dabei sind. Zum heutigen Thema haben wir gleich drei Experten und ich freue mich, dass wir uns heute mit dem Energiesektor befassen dürfen. Der erste Experte ist heute Ricardo Kissinger. Er ist Head of Infrastructure and IT Security bei Unis Energy GmbH. Ich möchte ganz kurz auch beleuchten, was Unis denn so macht. Erstmal ist es ein Vorreiter der dezentralen Energiewende in Deutschland und das Unis-Team entwickelt, plant, baut und betreibt auch innovative, nachhaltige Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie intelligente Batteriesysteme und lokale Energiezentralen. Das Ganze auf dem höchsten Stand der aktuellen Technik. Und ich bin sehr gespannt, was Ricardo gleich auch an Erfahrungswerten mitbringt. Dann mit dabei ist einmal mehr Uli Hurzelmeier. Er ist schon einige Male auch der Experte gewesen in unseren Webinaren. Er ist Business Developer bei der Thomas Krenn AG. Und das Gleiche trifft auch auf Thomas Niederbayer zu. Er war auch schon einige Male hier Experte. Er ist Senior Solution Engineer Open Sense bei der Thomas Krenn AG. Ja, grundsätzlich, hier sehen wir sie schon mal eingeblendet. Schön, dass ihr da seid. Ich werde noch ganz kurz beleuchten, worum es heute geht. Und dann gehen wir in so einen kleinen Smalltalk über. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Vernetzung von Maschinen und Anlagen massiv voranschreitet, stellt sich die Frage, wie sichert man zum Beispiel auch einen ganzen Energiespeicherpark? Wie sorgt man dafür, dass dieser Park eben geschützt ist vor einem Hackerangriff? Und dabei sind wir natürlich bei Kritis, also bei kritischer Infrastruktur, wenn man sich mal überlegt, was alles von Energieversorgung abhängig ist. Ich denke an das Gesundheitssystem, aber auch an die Lebensmittelversorgung. Deswegen bin ich sehr gespannt und freue mich, dass wir erstmal die Ausgangssituation beleuchten, dann auch auf ein Praxisbeispiel eingehen und sogar eine Live-Demo genießen dürfen, das Ganze noch vor der Fragerunde. Ganz kurz zum Organisatorischen. Wir haben heute circa 30 Minuten eingeplant plus der Fragerunde. Dann wird das Webinar bei uns wie immer aufgezeichnet. Im Nachgang gibt es eine E-Mail. Sie können aber auch mal im YouTube-Channel von der Thomas Krenn AG vorbeischauen. Dort finden Sie alle Webinare, natürlich auch das allererste von Christoph Mittersch aus dem Jahr 2024. Der hat nämlich über IT-Sicherheit gesprochen. Auch sehr, sehr spannend und empfehlenswert. Und wir freuen uns, wenn Sie sich ganz am Ende so 20 Sekunden Zeit nehmen für ein kurzes Feedback. Wie hat es Ihnen gefallen? Welche Themen sind für Sie spannend? Und was können wir grundsätzlich auch verbessern? Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid in die Runde. Und ich würde gerne mal ganz kurz mit dir anfangen, Ricardo. Was denkst du denn, wo stehen wir in Deutschland, wenn es darum geht, kritische Infrastruktur zu schützen? Sind wir on vogue oder haben wir vielleicht den Zug sogar verpasst? Also wir haben den Zug noch nicht ganz verpasst, also es ist noch rettbar, aber aktuell ist die Lage schon recht düster. Aber also ich finde es ja auch gut, dass wir hier solche Webinare machen und zeigen, dass man auch mit Open Source Lösungen eben sichere Lösungen haben kann, ohne dass man viel Geld dafür ausgeben muss und damit einfachen Mitteln trotzdem halt einen hohen Sicherheitsgrad erreichen kann. Und das ist, also es hängt nicht am Geldbeutel. Und auch nicht am Know-how mittlerweile, es ist wirklich mittlerweile einfach möglich, einfacher möglich als früher. Ja. Uli, deine Einschätzung der aktuellen Lage, wie würdest du es sehen? Ja, schönen guten Morgen. Also ich bin da ganz Ricardo seiner Meinung, wie es eben gerade angeteasert hat, dass die Lage zum Teil in diesem Bereich noch auch düster ist. Wir erleben das täglich bei unseren Anfragen von unseren Kunden und gerade auch das Thema, das viele derzeit beschäftigt, das NIS2, das im Oktober komplett umgesetzt sein soll, wo man natürlich ganz, ganz viele Rückfragen auch erhalten. Wie fallen wir denn jetzt überhaupt unter diese Richtlinie? Bin ich jetzt kritisch, ja oder nein? Welche Unternehmung muss ich denn jetzt da angleichen? Wie funktioniert dieses Reporting?
Also gefühlt sind wir genau nicht hinten auch, sondern genau irgendwie am Stand der Zeit, wo wir uns jetzt darum kümmern müssen, genau diese Probleme konstruktiv anzugehen und zu lösen. Das ist das Wichtigste. Danke. Und zu guter Letzt, Thomas, was ist deine Meinung? Ja, da kann ich mich nur anschließen und das ist ein sehr wichtiges Thema. Und ja, man hat's ja, man bekommt es ja immer wieder mit in den Medien, dass immer wieder so manche Steuerungsanlagen da relativ ungesichert sind. Und entsprechend ist das ein sehr wichtiges Thema, hier die Verteidigungsfähigkeit da auszubauen und entsprechend hochzurüsten. Weil solche kritischen Infrastrukturen sind einfach ja, auch ein beliebtes Ziel für Angriffe. Und da ist teilweise gruselig und teilweise kann man wirklich, wie gesagt, mit einfachen, mit Open Source Lösungen hier ja, eine vernünftige Sicherheit sicherstellen und es ist sehr zu begrüßen. Und auf alle Fälle wichtig, jetzt darüber zu sprechen und einfach jetzt zu handeln. Du sagst es und genau das werden wir jetzt tun. Also wir kommen in den Austausch. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich freue mich, dass es immer mehr werden. Wir sind bei knapp 100 Teilnehmern und ich darf jetzt übergeben an dich, Uli. Wir sehen uns dann alle zusammen in der Fragerunde wieder. Danke. Ja, herzlichen Dank. Ich gehe davon aus, man kann das Fenster bereits sehen. Meine Präsentation müsste jetzt laufen. Wir haben uns gedacht, wir wollen mal das Ganze mal praktisch mit darstellen, anhand eines Beispiels. Sichere Anbindung von Windkraftspeichersystemen. Und dazu gab es einen ganz aktuellen Fall, bevor wir das zu theoretisch und zu abstrakt darstellen. Dieser Fall wurde aufgearbeitet und als Quelle hiermit angegeben, die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland, der Lagebericht auch vom BSI, Stand 2022. Dabei kam es zum Vorfall, zum Ausfall eines Satellitensystems. Es ergab dann im Nachhinein durch eine forensische Analyse folgendes Statement, wo es eben geheißen hatte, dass sich Angreifer eben durch fehlkonfigurierte VPN-Verbindungen oder so ein Tunnel Zugang zum gesamten Managementnetz verschafft haben. Das heißt, da wurde ein Satellitendienst komplett abgeschaltet, das in Folge hatte, dass sich circa 6000 Windkraftanlagen zeitgleich nicht mehr von der Ferne aus schalten und walten ließen. Und das merkt man immer häufiger, gerade wenn man die aktuellen Medien auch verfolgt, dass da nicht nur Windparks, sondern auch Solarparks gängiger Art und Weise wirklich massiv angegriffen werden mit dem Ziel, einmal mal das Ganze als Penetrationstest, wie auch immer, darzustellen oder einfach, dass sich die Systeme in sich selbst abschalten. Also da kann massiv Schaden angerichtet werden. Das ist Ihnen ganz exorbitant wichtig für die kritische Infrastruktur, wäre das ein Super-GAU. Das heißt, diese Angriffe gilt es zu vermeiden und dementsprechend auch sicher mit Hardware und Lösungen aus dem Open Sense Sektor, wie es halt hier mit dargestellt wird, abzustellen. Und darüber wird uns halt jetzt aufgrund dieser Tatsache sozusagen auch Ricardo ein kleines Beispiel dazu mitgeben, wie es halt wirklich um solche Speichersysteme auch steht und wie man sowas in der Realität eigentlich darstellen kann. So, also genau. Der Status quo. Also aktuell ist es so, dass eine Standardausstattung bei vielen Anlagen seit 2016 im Endeffekt aus einem einfachen LTE-Router bestand, der Managed Services hatte vom Hersteller, rudimentäre Funktionen des VPN-Routers. Es gab automatische oder es gibt automatische Hintergrund-Updates zum Zertifikataustausch vom Hersteller, die man auch nicht ausschalten kann. Es gibt keine nennenswerten Sicherheitsfunktionen. Es gibt keine wirkliche Überprüfung der Konfiguration beim Abspeichern der Konfiguration. Und auch eine sehr eingeschränkte Nachvollziehbarkeit von Konfigurationsänderungen. Und ja, die Abhängigkeiten von den VPN-Versionen des Herstellers, die unklaren Sicherheitsstandards. Also konkret, wir hatten auch das Thema, dass wir ungefähr vor einem Dreivierteljahr bei unseren OpenVPN-Profilen einstellen mussten, dass die Zertifikatsüberprüfung deaktiviert wird, weil die aktuellen OpenVPN-Versionen eben diese alten Zertifikate nicht mehr als valide durchgelassen haben, aber der Anbieter hat halt eben noch nicht seine Server aktualisiert und deswegen mussten wir dann, um weiterarbeiten zu können, quasi die Sicherheitsfunktionen von OpenVPN umgehen. Es gibt keine Multifaktor-Logins für die OpenVPN-Verbindungen und auch ein Thema, was ich auch vermehrt sehe, ist halt, dass veraltete Sicherheitsstandards
aufgrund von Rückwärtskompatibilitätsgründen beibehalten werden. Und ja, man quasi im Zuge, um die Clients zu schonen, dass sie nicht Updates machen müssen, mit veralteten Konfigurationen laufen lässt. Was aber allerdings auch wieder nicht sinnvoll sein kann, weil das ja einfach nur ein Einfallstor ist. Auch ein Problem ein bisschen an der Sache ist, dass bisher ein unter 40 Megawatt Speicher nicht die Kritisnorm erfüllt oder erfüllen muss. Viele Speicher sind zwischen 25 Megawatt Stunden groß und wir werden auch mehr von solchen sehen. Die haben auch zum Teil keine separaten Serverschränke, sind auch zum Teil nur per LTE oder Starlink angebunden. Und da wird dann auch oft einfach an Sicherheit gespart, ne, weil der fällt ja nicht unter die Kritisverantwortung. Bei größeren Speichern, die zählen zur kritischen Infrastruktur, hier gibt es aufgrund der anfallenden Daten, weil die Speicher in der Regel ja sehr viel größer sind, auch Serverschränke, auch genug Platz für ganze Firewall-1HE-Systeme und meistens auch mehrere Anbindungen. Im Photovoltaik-Windbereich ist es ja oft so, dass man eben gar nicht so viel Monitoring-Aufwand betreiben muss im Vergleich zu Batterien, weil man halt einfach viel weniger Komponenten hat. Sie sind sensibler, es gibt weniger Messpunkte. Deswegen wird dann aber oft auch die Notwendigkeit viel geringer eingeschätzt, sich um IT-Lösungen zu kümmern oder um IT-Sicherheitslösungen zu kümmern. Hingegen bei BESS-Speichern ist es ein komplexeres Energiemanagement, Temperatur- und Ladezyklenüberwachung muss pro Zelle stattfinden. Es gibt eine Netzintegration, Stabilisierung, das spielt eine wichtige Rolle. Und also einer unserer 12 Megawatt Speicher verbraucht rund 40 Gigabyte Traffic täglich, nur um quasi für den Vermarkter und Netzbetreiber zu kommunizieren, dass man mal vielleicht so ein Bild hat, wie viele Daten da über die Leitung fließen. Genau, jetzt würde ich mal zu meinem Praxisbeispiel wechseln. Am Anfang jetzt mal ein typisches Managed VPN-Portal, das wir halt auch so hatten. Man sieht hier auch begrenzte Möglichkeiten. Also es gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Man kann Zertifikate neu runterladen, ersetzen. Ein paar Informationen. Es ist recht rudimentär. Hier ist einer der Router, LTE-Modems und beispielsweise, wenn ich jetzt hier einfach ein typisches Ping-Test machen möchte. Obwohl die IP in der Anlage existiert, sagt er dann halt Operational Permitted. Es funktioniert nicht mal eine einfache Ping-Abfrage im Endeffekt über diese LTE-Modems. Also es ist wirklich sehr, sehr begrenzt, was man da an Möglichkeiten hat. Es gibt zwar Ereignisse, Meldungen, aber es ist alles sehr rudimentär und nicht wirklich im Detail nutzbar, so wie man das jetzt von anderen Systemen kennt, wie beispielsweise OpenSense. Da zeige ich dann auch gleich noch ein Beispiel dazu. Hier noch kurz, also wir betreiben viele unserer Anlagen via Starlink, was wirklich angenehm ist, weil man auch per App zum Beispiel sehen kann, wenn es eine Störung gibt bei der Satellitenschüssel. Man kann sie neu starten, man kann sehr viel Remote Debugging tun, also man hat quasi ein zentrales Management bei Starlink mit dabei. Ähnliches haben wir mit den Advantech LTE Modems, die wir in Kopplung mit unseren OpenSense Geräten nutzen. Nur, dass wir hier halt eben einfach viel mehr Übersichtsmöglichkeiten haben und auch viel mehr Informationen haben. Was macht das Gerät? Ist es online? Ist es offline? Wir können Apps auf die Router installieren, wenn notwendig. Wir können Konfigurationen zentral starten. Wir können das Ganze eben auch über sogenannte Playbooks zentral ausrollen und sehen dann eben auch, welche Geräte gespielt worden sind. Also ein ganz anderes Level. An Monitoring ist hier möglich. Wenn wir jetzt mal zu OpenSense gehen, also hier bei der OpenSense haben wir im Business, mit der Business Subscription ein zentrales Management. Also wir können quasi zentral die Firewalls verwalten, wir können Backup-Sicherungen anschauen, ausführen. Wir haben also es ist wirklich genial, wie man jetzt hier den Verlauf sieht, wann was geändert worden ist. Wir haben einen zentralen Status, den wir überprüfen können, Firmware-Images, die wir pushen können. Wir können diverse Ressourcen und Services durchpushen und zentral ausrollen und deployen, wenn wir das möchten. Also es ist wirklich genial, was man mit dieser OpenSense Firewall-Lösung für Möglichkeiten hat. Oder halt auch, wenn man jetzt im Diagnostikbereich oder im Notfallbereich der Firewall an sich schaut, da gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu filtern. Wir benutzen die Firewalls auch zum Teil als Port-Sniffer und machen quasi mehrere Ports dann virtuellen Switch und schneiden Pakete mit, um Fehler zu finden. Das ist wirklich
nahezu grenzenlos, was für Möglichkeiten man hier hat. Man kann die ganze Konfiguration automatisch an Git anbinden, synchronisieren. Es gibt hier auch viele Möglichkeiten, zum Beispiel per Telegraph ein Monitoring aufzusetzen, was man sich dann eben auch in Grafana oder sonstigen Plattformen anzeigen lassen kann, wo man halt dann auch Verläufe sieht. Also man kann alles out of the box mit kostenlosen Bordmitteln schon relativ weit treiben und halt auch ein relativ breit gefächertes Monitoring machen, was wirklich schön ist, wunderbar ist. Wir haben auch von zenArmor die Sunny Valley Erweiterung, die auch sehr genial ist, weil man hier auch die Möglichkeit hat, eben zentral Devices zu kategorisieren, Reports zu fahren, Live-Sessions zu sehen. Man kann Live-Diagnosen machen. Das sind einfach viel mehr Möglichkeiten im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, mit ähnlicher Hardware und bei ähnlichen Kosten. So, dann nochmal kurz zum Sync der Konfiguration, weil das machen wir eben auch. OpenSense Built-in kostenlos über Git. Also automatisch bei Konfigurationsänderungen schickt die Firewall die entsprechenden Konfigurationsänderungen zentral an unser Bitbucket. Und da haben wir auch eine Nachverfolgbarkeit und sehen quasi, wann Änderungen durchgeführt worden sind und würden so auch mitkriegen, wenn was falsch konfiguriert ist. Genau, dann noch ein kurzer Abriss. Wir hatten es ja bei OpenVPN. Also das Ding ist, wir hatten jetzt auch bei einem Partner von uns die Diskussion mit OpenVPN. Die wussten nicht mal, welches Endgerät quasi, also was für Softwareversionen haben die Endgeräte, die bei dem Netzwerk hängen. Und wir nutzen Tailscale als VPN-Anbieter und haben darüber viel mehr Insights über die Maschinen. Wir wissen wirklich, was für Maschinen sind da dran, wann sind die verbunden, mit welchen Netzwerken sind die verbunden, was für Dienste laufen über diese Maschinen. Plus, was auch richtig genial ist, wir haben hier eine komplette Access-Kontrolle und wir haben auch die Möglichkeit, Log-Files zu generieren. Also wir können auch zukünftig, wenn wir wollen, einfach eine Lizenz aktivieren und quasi alle unsere Log-Files automatisch in einen Elastic-Stack zum Beispiel legen. Und das ist auch sehr wichtig im Security-Bereich, dass man hier ein vollumfängliches, ganzheitliches Konzept sich überlegt. Und das Schöne ist, man kann das ja dann auch eben smart kombinieren. Also auf unseren OpenSense-Firewalls läuft der VPN-Client. Hier haben wir unsere Access-Policy in einem Repo. Und wenn ich jetzt hier Änderungen durchführe an der Datei, dann würde dieses Commit im Endeffekt dazu führen, dass wir jetzt eine Pipeline bauen, die überprüft dann im Endeffekt, ob die Änderung, die jetzt gerade durchgeführt worden ist, valide ist, ob es passt und deployt dann diese ACL entsprechend online in unserem Tailscale-Tenant und sorgt dafür, dass man auch nur dahin kann, wo man hin möchte. Und es kombiniert sich auch wunderbar mit den OpenSense-Firewall-Systemen. Genau. Und ja, dann vielleicht noch ein kleiner Punkt. Also Telegraph, man hat es bei der OpenSense Firewall gesehen, man kann Telegraph auch nutzen, um Infrastructure Monitoring zu machen, was auch sehr genial ist, weil es halt mit einfachsten Möglichkeiten hier fast unendliche Possibilities gibt, quasi sein eigenes Netzwerk mit kostenlosen Mitteln zu überwachen, zu monitoren, zu wissen, was los ist und ja, entsprechend besser agieren zu können, sichere Anlagen betreiben zu können und auch einfach mehr wissen, was los ist in der kritischen Infrastruktur. Genau. So viel dazu. Ich würde jetzt übergeben an den Thomas für den letzten Part. Genau, danke Ricardo für die ja, interessanten und Ausführungen. Und es ist sehr spannend, was man mit der ganzen OpenSense und Zusatzsoftware wie zenArmor hier machen kann, was man alles anstellen kann. Das ist sehr, sehr gut. Genau, gesagt, kommen wir zu dem kleinen Produktmanagement-Teil noch meinerseits. Also, was ich so sagen kann zu Thema OpenSense, wie sicher grundsätzlich ist es oder was meine Erfahrung ist mit dieser Software, weil ich seit 2019 jetzt betreue im Produktmanagement als ja, mein Steckenpferd quasi. Und
mein Gefühl oder meine Erfahrung ist das, dass die Open Sense Jungs immer sehr schnell auf Sicherheitslücken reagieren. Sie arbeiten immer mit am FreeBSD-Kernel. Dann hat man durch den ganzen Einsatz von Open Sense und generell Standard-Hardware hier kein Vendor-Login, man kauft sich keine Lizenzen, ist gebunden, diese Appliance zu nutzen, sondern man kann die Konfiguration relativ bequem umziehen und ist man nicht gebunden an irgendwelche Hardware. Grundsätzlich gibt es auch keine Lizenzkosten. Es gibt die Möglichkeit, was sehr empfohlen ist, im Business-Umfeld diese Business Edition Subscription zu nutzen, ein Abo auch auf das Repo der Business Edition, um entsprechend hier die Business Edition Version runterzuladen zu können, was einfach einen Vorteil bietet, dass die Updates weniger oft kommen und größere Update-Pakete. Es ist besser nochmal getestet über der Community Edition und hat hier entsprechend drei größere Updates pro Halbjahr und nicht jetzt bei der Community Edition wieder auch relativ agil und fleißig entwickelt. Da hat man relativ oft Update-Meldungen. Genau, es ist sehr empfohlen im Business-Bereich die Subscription zu nehmen. Man kann sich natürlich beteiligen über GitHub, über Issues, über Pull-Requests und über Phone-Einträge. Das machen wir von Thomas Gen auch, mehr Hardware-bezogen. Das heißt, wir testen ja im Haus die ganze Hardware und schauen, was läuft es gut, läuft es nicht so gut, gibt es die Probleme. Und dann machen wir da halt Bug-Reports an FreeBSD und OpenSense entsprechend, um die Hardware funktional zu bekommen oder Sachen auszumerzen. Dann gibt es von der Business Edition die JTSEC. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Das ist eine spanische Zertifizierung, so Art BSI. Da kann man sich den Evaluation Report anschauen, obwohl es entsprechend die OpenSense Business Edition mal zertifiziert. Und bei der nächsten Folie noch ein paar Tipps oder ein paar noch Links dazu noch, dass die OpenSense einen integrierten Security Check hat. Es gibt eine schöne Übersicht bei OpenSense in den Docs, die auch sehr gut gepflegt sind. Die ganzen Hilfeartikel zu OpenSense, einen Security-Bereich. Dann gibt es eine extra Übersicht zu den Security-Vulnerabilities. Dann von ZenArmor gibt es auch eine Anleitung, wie man OpenSense härtet. Bei dem Patch-Level, da muss ich eingestehen, gerade gestern kam die neue Version raus, die 24.1.2. mit dem neuen Kernel, mit dem FreeBSD 13.2 P10, also Patch Level 10. Der eigentliche Patch 10 wurde ja erst am 14.2. veröffentlicht und eine knappe Woche später wurde ja der Patch schon eingepflegt. Der neue Kernel in OpenSense, da sieht man einfach, dass die doch auf Zack sind. Dann gibt es noch, wie bereits angesprochen, den Kollegen Christoph Mitasch aus der IT-Administrationsabteilung hat einen schönen Praxisbericht zur Migration von OpenSense, also auf OpenSense, gemacht, einen Webinar, schönen Abriss dazu. Und kann ich nur nochmal darauf hinweisen, bei REC-Servern darf man nie von uns vergessen, dass auch meistens ein BMC mitläuft. Da gibt es da diese Shodan Search Engine zum Beispiel, da sieht man immer wieder, dass da BMCs in der freien Wildbahn rumlaufen, die IPMI-Steuerungssoftware. Und dann gehen wir mit Admin und dann hat man Vollzugriff. Wie gesagt, niemals vergessen, die abzusichern. Da gibt es auch verschiedene Anleitungen, auch von uns selber. Und immer schauen, dass man die BIOS- und BMC-Updates hier einspielt. Und dass man auch da nicht nur die Software, sondern auch die Hardware da auf dem aktuellen Stand hat. Dann noch kurz. Kurzer Screenshot zu unserer OpenSense Firewall Übersicht, die Landingpage. Da haben wir fünf verschiedene Bereiche. Zum einen mal die OpenSense, die Low-Engine Server, die kleinen Systeme, die lüfterlos, geräuschlosen Systeme. Dann gibt es die Front-IO-Systeme mit den Anschlüssen recht praktisch an der Vorderseite. Die klassischen Ein-HIREX-Server, die dann relativ günstig sind. Und wenn man relativ viele Netzwerkkarten nachstecken will oder muss, gibt es auch die Möglichkeit, zwei AE-REX-Server zu nehmen. Und dann gibt es auch noch einen Bereich zu den ganzen Industriegeräten. Und das war es dann von meiner Seite. Und danke. Ja, danke, sage ich auch in die gesamte Runde. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch alle gerne wieder mit der Kamera dazuschalten, denn es gibt Fragen
in unserem Chat. Und ich möchte gerne auch Sie, liebes Publikum, nochmal einladen. Wenn Sie zu dem jetzt gehörten Fragen haben, dann nutzen Sie bitte das Fragenfenster, damit wir jetzt auch in den Austausch kommen können. Die erste Frage. Wenn es ein Open WRT, also ein Open Wireless Router ist, fehlt eine Firewall Rule für den Ping als Statement aus dem Publikum. Könnt ihr das einmal vielleicht auch kommentieren? Also ich vermute, es geht um die erste gezeigte Firewall, die alte ist. Ich weiß nicht, ich könnte sagen, dass ein OBRT drauf ist. Ganz kurz, Ricardo, wir haben gerade ein bisschen. Ja. Entschuldige, dass ich die unterbreche. Wir haben gerade ein bisschen Tonprobleme. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber bei mir kommt. Okay, sorry. Ja. Sorry. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine OpenWRT ist. Es ist. Das Ding ist, ich kann es nicht sicher sagen. Aber wir haben diverse Firewall-Regeln. Also ich fände es irritierend, wenn der nicht innerhalb des Netzwerks und außerhalb des Netzwerks ist. Aber ich kann es mir mal anschauen. Also danke für den Tipp. Okay. Wenn ihr das Management Open Central benutzt, habt ihr das auf einer extra Hardware am Laufen und benötige ich dazu für diese VM eine extra Business Edition? Es ist auf einer extra Hardware. Also ich habe im Endeffekt fürs Labor eine bisschen schwächere Firewall gekauft, als die quasi, die bei den größeren Smart-Projekten online ist. Und die nutze ich halt als zentralen Punkt. Es ist aber auch möglich, quasi eine vorhandene Firewall zu nehmen und die als zentralen Punkt zu nehmen. Also man muss nicht eine extra Firewall haben. Wenn man aber eine extra Firewall hat, muss diese auf jeden Fall die Business-Version haben, weil die braucht ein Business-Plugin, was er installieren muss. Das geht sonst nicht. Danke dir. Genau. Thomas, du kannst auch gerne, ich hatte dich gerade kurz auch nicken sehen. Thomas, wenn du möchtest, kannst du auch gerne was ergänzen. Also feel free. Für das Center Open Central, das ist ein Plugin. Im Endeffekt kann man sich bei einer zentralen Firewall oder entsprechend dazu installieren oder auf einer separate nehmen. Genau. Und dann ist das wirklich wunderbar zum Steuern. Perfekt. Dann wird gefragt im Chat nach der passenden Hardware für OpenSense. Da kann ich gerne was dazu sagen. Also passende Hardware ist immer relativ. Da geht es um die Anforderungen, die man selber hat. Kommen Sie gern über unseren Vertrieb auf uns zu mit den Anforderungen. Da können wir gerne entsprechend die passende Hardware aussuchen. Wir haben, wie gesagt, von Einsteigersystemen bis zu sehr großen Systemen alles da, basierend immer auf Standard-Hardware, also keine speziellen Appliances, sondern Standard-Hardware. Es gibt auch bei uns im Wiki Performance-Tests. Also da habe ich schon bereits für einige Systeme Performance-Tests gemacht, wie es im Firewalling-Modus im Durchsatz ist, mit VPN-Techniken, wie ist der Durchsatz und auch die Auslastung. Da sieht man es recht schön. Best-Practice-Empfehlungen, korrektes Sizing, wie gesagt, kommt man auf die Anforderungen drauf zusammen. Wenn man ein kleines Büro hat mit wenigen Leuten, mit wenig Anforderungen, das heißt nur die Grundanforderungen, mit ein bisschen VPN, dann ist ja meistens der Flaschenhals und man sagt, okay, ich habe jetzt Außendienstler, ist meistens ja der Flaschenhals, der Uplink von dem Roadwalk, also von dem Außendienstler. Es ist von bis, im Endeffekt reicht der Les V4 zum Beispiel, hat eine sehr starke CPU, der reicht relativ weit, aber dann entsprechend mit dem Xeon-D-Systemen, mit den aktuellen, kommt man bei mittelgroßen Unternehmen recht weit und wir bei Thomas Green haben ein Epic-System, und es läuft, wie gesagt, sehr, sehr stabil und sehr, die Auslastung ist relativ gering. Aber wie gesagt, kommen Sie gerne auf uns zu bei Anfragen zu Sizing. Dann können wir es gerne dann besprechen im Detail. Danke. Dann kommt jetzt nochmal eine Ergänzung vom ersten Fragensteller, der sich mit dem Ping beschäftigt hat. Wir testen derzeit Teltonika-Router, sehr interessante Geräte vom Preis und auch von der Leistung. Hier wird die Software auch immer aktuell gehalten. Habt ihr damit Erfahrung und daher kennen wir das Ping- oder Firewall-Problem? Also ich habe keine Erfahrung damit gemacht bisher. Ich habe jetzt im Hintergrund mal auf die Hersteller-Webseite geschaut.
Was läuft denn da für ein Firewall-Betriebssystem, wäre meine Frage. Also haben die sich quasi alles zusammengeschustert? Das hat sich jetzt für mich noch nicht so ganz erschlossen. Aber ansonsten habe ich halt keine Erfahrung mit dem Gerät bisher. Ja, vielleicht können Sie das ganz kurz auch nochmal ergänzen. Da kommt es, genau, OpenWrt als VPN-Client für Anlagen. Okay, ja, dann klingt es schon interessant, eigentlich. Okay. Ich mache erstmal mit der nächsten Frage weiter. Ist Open Sense weltweit einsetzbar? Gibt es in China Probleme mit der Great Firewall und der Verwaltung oder VPN-Tunnel von außerhalb Chinas? Ist eine ganz gute Frage. Muss ich leider passen, aber weltweit Also, einsetzbar. wir hatten das Thema jetzt erst, dass zumindest von uns Leute in China waren. Und im Endeffekt, also das Problem ist, wenn dann nicht Open Sense an sich, also wenn dann würde ja ein VPN an sich geblockt werden, aber das ist ja unabhängig von der Open Sense Firewall. Und also zum Beispiel unser Tailscale VPN, den haben dann auch unsere Leute in China genutzt und konnten sich dann quasi durchtunneln. Da gibt es sowas, nennt sich Exit Node. Und dann habe ich auf einem Thomas Gren V-Server quasi eine Exit Node gemacht und habe den quasi dann so durchspringen lassen. Es ging. Aber also ich würde das jetzt nicht als mögliches Problem sehen, weil es ist nicht ein Thema von Open Sense. Wenn, dann wäre es dann eher ein VPN-Anbieter-Thema. Nur wenn man die VPN selber hostet, da hatte ich bisher auch noch keinerlei, also keine nennenswerte Probleme. Ich hatte vorhergehend auch viel mit China zu tun und da war bei selbst großen VPNs, da ging es eigentlich auch ohne Probleme. Aber Open Sense sollte da keinerlei Probleme machen. Okay, danke. Und es geht weiter. In dem Moment kommt die nächste Frage rein. Welche WLAN-Karten können in einer Open Sense direkt verbaut werden? Werden hier schon aktuelle Standards wie zum Beispiel WLAN AX unterstützt? Da muss ich ganz ehrlich sagen, bitte WLAN und Open Sense, das verträgt sich nicht. Das ist sehr schlecht unterstützt. Sollte man nicht tun, also auf Anraten von verschiedenen Leuten. Ja, das, wie gesagt, wäre ein schönes Feature, aber hier ist das Problem, also meiner Erfahrung nach, meiner Ansicht nach, dass der, ja, die Treiber doch oftmals in dem FreeBSD-Kernel runter relativ alt sind und es ist relativ starr. Ja, funktioniert nicht so gut wie bei den ganzen Linux-basierten Lösungen. Und unser Tipp, unser ist immer, man sollte hier auf externe Access Points oder externe Lösungen setzen. Es ist leider, wie gesagt, nicht zu empfehlen, leider. Das ist meine Meinung, meine Erfahrung. Aber also man muss es ja nicht als Nachteil sehen. Wir hatten das Thema auch bei LTE-Modems. Und jetzt haben wir halt die LTE-Modems separat vorne dranhängen quasi und bei Starlinks quasi das WLAN vorne dranhängen. Es hat auch Vorteile, weil dann, wenn das quasi vor der OpenSense Firewall ist, das WLAN, dann können die Arbeiter ja gar nicht direkt ins Anlagennetzwerk und greifen, wenn man das nicht möchte und müssten dann zum Beispiel den VPN nutzen, der dann wieder mitgeschnitten wird. Also man kann das ja durchaus auch als Vorteil sehen oder nutzen. Aber wir würden, also ich würde es auch trennen aufgrund der FreeBSD-Kernel. Ja, vielen Dank. Auch den Hinweis bezüglich unserer Webinar-Software nehmen wir natürlich mit auf. Das brauchen wir aber hier nicht diskutieren. Und wir warten einfach nochmal einen kurzen Moment auf mögliche Fragen aus dem Publikum. Ich würde ganz kurz Werbung machen, schon mal für das nächste Webinar. Aber wir bleiben natürlich noch hier beim heutigen Thema. Trotzdem ist es vielleicht für Sie interessant, liebes Publikum, nächste Woche Mittwoch dabei zu sein, denn dann geht die Webinarreihe mit Manfred Helber, dem MVP, also Most Valuable Professional von Microsoft, weiter zum Thema Azure Stack. Wir sind dann an Punkt 3 von 5. Sie können die Webinare, die schon gelaufen sind, natürlich auch auf unserem YouTube-Channel nochmal nachhören. Wir werden uns nächste Woche Mittwoch um 10 Uhr am 28.02. mit VM-Workloads verwalten beschäftigen und am 7.03. auch schon mal die Werbung hybride Services nutzen. Das Ganze natürlich wie immer kostenfrei und sehr, sehr interessant, kann ich schon mal versprechen. Dann nochmal unser Blick auf den Chat. Da kommt noch eine Frage rein. Genau. Bietet Starlink mittlerweile eigentlich spezielle IoT-Tarife an?
Nein, im Endeffekt nicht. Also es gibt aktuell den normalen Standardtarif, 50 Euro im Monat, quasi mit fester Location. Wenn er die Location wechseln, also man kann die Location auch auf der Webseite wechseln, wenn man die quasi permanent irgendwo hinstellen will, die Antenne, dann muss man 100 Euro zahlen. Und es gibt aktuell noch keinen expliziten IoT-Tarif. Und es gibt auch quasi nur diesen Standard-Set, was es ja mittlerweile auch beim Mediamarkt und Cyberport gibt. Aber da gibt es jetzt nichts Spezielles für IoT. Gut. Es kann durchaus sein, dass jetzt gleich nochmal eine Frage reinhuscht in da passt. Ah ja, das geht nochmal um die Software von unserem GoToWebinar. Und da kommt noch der Kommentar, wir verwenden Teltonika mit OpenSense und es funktioniert gut. Danke auch für solche Kommentare. Ich glaube, wir können uns als Community grundsätzlich immer sehr gut supporten und daher vielleicht auch mal die Einladung, wenn Sie dieses Webinar gerade erst im Nachgang hören über YouTube, Sie können auch hier natürlich Fragen unter das Video schreiben. Grundsätzlich ist die Thomas Krenner AG auch auf LinkedIn vertreten, auf Social Media. Also wir möchten uns da gerne auch mit Ihren Fallbeispielen beschäftigen. Und jetzt kommt ein Dankeschön. Das nutze ich jetzt erstmal zum Abschluss, möchte aber euch nochmal auch das letzte Wort lassen. Ricardo, starte gerne vielleicht auch mit einem letzten Plädoyer, was dir wichtig ist, heute nochmal loszuwerden. Dann Uli und dann Thomas und dann mache ich die Schlussrunde. Ja, also mir ist wichtig loszuwerden, dass vor allem, also nicht nur im kritischen Infrastrukturbereich, Open Source Software wirklich elementar wichtig ist und auch die anderen großen Hersteller nutzen zu einem Großteil einfach nur Open Source Tools und dann noch ein bisschen was extra. Und ja, also auch die Open Source Tools brauchen sich nicht zu verstecken. Es gibt auch bei den Open Source Tools Enterprise-Möglichkeiten noch und nöcher. Und Sicherheit muss nicht teuer sein, man kann sie auch günstig und gut haben und auch mit wenig Know-how kann man da viel erreichen mittlerweile. Also man sollte keine Angst haben und ja, einfach mal loslegen und mal schauen, wo man hinkommt. Und im Zweifel, Thomas Krenn ist auch immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden bei uns. Also. Danke. Uli. Da mache ich direkt weiter. Herzlichen Dank. Danke für diesen Input, den wir hier auch jetzt im Nachgang über die Chatter-Fragen wirklich bekommen haben. Das ist genau das, was du auch vorhin gesagt hast, Tobias. Ganz wichtig. Wir leben von diesem Feedback und es sollte auch in dieser Community einfach nur so kommt man gemeinsam vorwärts und kommt man ans Ziel. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich kann an der Stelle nochmal den Appell mit aussprechen, wenn auch Sie Anwendungen haben, wo Sie sagen, okay, wir stimmen vielleicht genau an der Schwelle, macht das oder das andere auch Sinn. Wir lernen da gerne mit dazu. Das heißt, auch hier dieses Angebot an Sie, das Sie gerne nutzen können. Wenn wir einfach mal was testen wollen, gerne auf mich zukommen, gerne auf die Kollegen im Sales zukommen. Das Ganze kann komplett kostenlos, einfach, dass sie dazulernen können, wirklich genutzt werden, weil es eben wichtig ist, Sie haben es gesehen, gleich zu Beginn, wir wollen mal wirklich mit Praxisbeispielen einsteigen und nicht immer dieses ganz normale PowerPoint-Schlachtenthema mit reinbringen, sondern wirklich praxisnah und das lebt eben auch von beiden Seiten. Deswegen hier nochmal der Appell, einfach gerne melden, wollen wir gerne gemeinsam mal was testen und danke dafür. Super, danke Uli. Thomas, du zuerst und dann kommt doch noch eine Frage im Chat, die nehmen wir gleich noch mit auf. Okay, ja. Ja, wie gesagt, also sehr interessantes Thema, sehr spannendes Thema, ist sehr wichtiges Thema. Kann ich auch noch mich anbieten oder die Kollegen, also über die Kollegen vom Vertrieb, dass man bei Fragen zum Hardware-Sizing, das ist immer ein individuelles Thema, das kann man nicht so pauschal beantworten. Es gibt so von uns intern so Klassifizierungen, von wann bis wann welche Systeme geeignet sind, aber das ist immer ein spezieller Anwendungsfall beim Kunden selber draußen. Und da können wir gerne dann entsprechend unterhalten. Da muss man entsprechend ein paar Sachen abklopfen, ein paar wichtige Eckpunkte. Aber wie gesagt, einfach auf uns zukommen und dann finden wir die passende Lösung. Perfekt. Herzlichen Dank euch. Die Frage, die ich noch auf jeden Fall mit aufnehmen möchte, kann Open Source riskant sein, wenn jeder den Code einsehen kann? Ja, das ewige Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was ist besser? Also Security by Obscurity, quasi Code geheim halten ist dann sicherer, Fragezeichen. Das ist so ein Philosophiethema. Ich denke, wenn der Code frei sichtbar ist, jeder arbeitet mit dran. Also ich glaube, die Codequalität ist dann bestimmt nicht schlechter, wenn es Open Source ist. Also ganz im Gegenteil, das ist meine Meinung. Also und
Also dem stimme ich vollumfänglich zu, weil also nicht nur bei Sicherheitsthemen ist es, glaube ich, immer geholfen, wenn wir transparent sind, offen sind und quasi wenn der Anbieter sein eigenes Süppchen kocht und dann vielleicht Backdoors drin hat oder dazu gezwungen wird. Ich meine, Snowden lässt grüßen, das hatten wir alles auch schon mal. Also Open Source ist da wirklich wichtig und sollte sich da auch nicht verstecken müssen. Und außerdem sollte man auch mal beachten, dass im Endeffekt 2 Drittel der ganzen Infrastruktur des Internets, es läuft alles auf Linux, Ja, Open Source. natürlich. Also das Also ist das. Google, Facebook, Amazon, alle Open Source. Was aber ein Problem sein kann, könnte sie das Log4j oder hat es geheißen, wenn zum Beispiel eine wichtige kleine Komponente, eine Open Source Software Komponente vielleicht nur von einer Person betreut wird und das mit Eifer und im Privatbereich und dann alle Firmen sich darauf entsprechend verlassen, kann der Punkt sein, entsprechend dann die Weiterentwicklung nicht mehr passiert. Das ist eher das Problem, finde ich. Deswegen nur mein Appell einfach entsprechend schützt mal alle die Open Source Projekte mit Spenden, mit Kauf beispielsweise einer Subscription oder auch Support. Im Endeffekt ist es ganz wichtig, hier die Projekte am Leben zu halten, dass die auch ein bisschen Geld zum Leben haben. Das ist, glaube ich, mein persönliches, ja, meine Einschätzung, dass es eher das Problem sein könnte, dass Projekte sterben, die wichtig sind und entsprechend hier ja, verbreitet sind und dann entsprechend ein veralteter Code, der nicht weiter gepflegt ist, ja, verwendet wird. Das ist, finde ich, eher das Problem. Ja, und die Community ist auf eurer Seite. Ich kann aus Datenschutzgründen natürlich keine Namen nennen, aber wir bedanken uns bei jedem, der sich hier beteiligt und auch natürlich anwesend ist. Open Source heißt Datensouveränität, kommt als Statement und vom Richtig. gleichen Gast aus dem Publikum. Das passiert auch bei Unternehmen mit dem Stück Software, das keiner kennt und jeder verwendet. Also absolute Zustimmung aus unserer Community. Dann würde ich es ja, damit bewenden lassen. Ich denke auch, die Kontaktdaten von uns allen, von euch allen meine ich damit, sind auch bekannt. Zum Beispiel kann man auch den Ricardo auf LinkedIn finden. Direkt über die Thomas Krenn Website ist ja direkt verlinkt bei den Webinaren. Und ich glaube, wir sollten im Austausch bleiben, werden uns ja vielleicht auch nochmal zu einem ähnlichen Thema in der Konstellation wiedersehen. Warten jetzt einfach mal auf Ihr Feedback, liebes Publikum. Und möchten uns ganz herzlich bedanken fürs Dabeisein, fürs Fragen stellen. Freuen uns, wenn Sie vielleicht auch nächste Woche Mittwoch mit dabei sind, wenn Thomas, nicht Thomas Krenn, wenn Manfred Helber bei der Thomas Krenn AG wieder aufschlägt in seiner Webinarreihe zum Thema Azure Stack. Und dann wünsche ich uns allen, aber vor allen Dingen Ihnen da draußen einen wunderschönen Mittwoch hier im Ruhrgebiet, fast Ruhrgebiet sagen wir Bergfest. Also wir feiern und sagen Servus. Danke. Also, danke. Schöne Woche noch und Schönen Tag noch. zum nächsten Mal. Dankeschön und schönen Tag. Ciao. Tschüss.